So, hallo zusammen, Ruppi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Weiter geht's mit dem nächsten Katalog vom nächsten Figurenhersteller. Und zwar haben wir hier Mojo The Fun Starts Here, der neue Katalog für 2022. Schönes Cover, schönes Titelbild. Ihr seht hier schon den Smilodon von 2021, den habe ich euch bereits vorgestellt. Schönes Modell. Und wir sehen hier auch noch das Mammut. Das ist eine Neuheit für 2022. Mehr darüber erfahren wir im Heft. Ja, dann würde ich sagen, lange Rede, lasst uns hier gleich mal loslegen. Ihr wisst, ich halte mich nicht allzu lang an allen möglichen bisher erschienenen Modellen auf, sondern gehe hier die Neuheiten so schnell es geht durch. Ich meine, ich habe euch die Bilder schon im Einzelnen vorgestellt, jetzt halt hier nochmal im Katalog, da kriegt man vielleicht auch nochmal wieder gleich einen anderen Eindruck. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch noch eine Größenbeschreibung mit dabei. Gut, also dann jump ich hier mal gleich auf die erste Seite. So, was haben wir denn alles für Themen? Wir haben Farmland, Wildlife, Sea Life, Prehistoric Life, Fantasy and Figurines und diverse Accessoires. Okay, und hier geht's los mit Farmland. Wir sehen hier schon ein steigendes Pferd. Allerdings sehe ich hier keine Neuheit. Wir haben hier Schafe und Schweinchen. Dann kann ich gleich auf die nächste Seite gehen. Falls ihr euch Bilder länger anschauen wollt und das Ganze hier lesen, dann pausiert einfach das Video, dann könnt ihr es euch in Ruhe anschauen, okay? Ja, hier geht's weiter mit typischen Farmtieren, angefangen von der Ziege über Schafe, Schäferhund bzw. Border Collie, Texas Longhorn bis zu einem spanischen Bullen, okay? Ja, dann geht's hier weiter, warten aufs Frühstück, lasst uns weiterschauen. Dann kommen wir hier zu den Hühnern, Schwan, Enten, Gänse, Pferde, Truthahn, auch die Pferde nicht ganz so ultra realistisch, wie man es manchmal gerne hätte. So, weiter geht's mit einem Strandrennen und wir haben noch mehr Pferde plus die ersten Neuheiten. Das werde ich hier gleich mal ein bisschen vergrößern. So, und es geht hier los mit dem Lusitano Bay. Hat eine Länge von 15,2 und eine Höhe von 9,5 cm. Darunter links Lusitano White. 15,2 in der Länge, 9,5 in der Höhe. Ich denke mal, es ist exakt genau das gleiche Modell. Bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man das hier so anguckt, sieht es aus, als ob das hier einfach gekontert wäre. Denn ihr seht schon an der Mähne, ja, auch an der Pose, Stellung der Beine. Ich denke mal, das ist das gleiche Modell, nur in einer unterschiedlichen Bemalung. Also Neuheiten für 2022. So, hier das Ganze nochmal im Überblick. Ihr seht auch bei dem Mustang hier unten schwarz und weiß. Ich denke, genau das gleiche Modell, nur unterschiedliche Bemalung. So, nächste Seite. Hier hat es noch mehr Pferde. Hannoverianer, Appaloosa, Andalusia und sogar ein Pony. Auf der nächsten Seite geht's weiter. Auch hier haben wir wieder Neuheiten. Gleich mal vergrößern. Das hier ist einmal auf der linken Seite die Brumby-Stute, Brumby-Mare, 15 cm lang, 8 cm hoch. Und hier haben wir den Brumby-Stallion. Seht's mir übrigens nach, wenn ich es falsch ausspreche, ich habe keine Ahnung von Pferderassen. Ja? Der hier hat eine Höhe von 13 cm und eine Tiefe, denke ich mal, von 10,5 cm in einer steigenden Pose. Okay, hier nochmal alles in der Übersicht. Ihr seht ja unterschiedliche Pferderassen, auch bei Mojo hier vertreten. Die nächste Seite, was haben wir hier? Ja, hier nochmal der steigende Hengst in einer Szene eingefangen mit einem Bumerang. Okay, alles klar. Weiter geht's mit noch mehr Pferden. Ne, da ist doch das eine oder andere auch wirklich schön umgesetzt. Kann man angucken. Wie schon gesagt, wenn ihr es euch durchlesen wollt, einfach das Video kurz pausieren. Dann könnt ihr hier alles in aller Ruhe anschauen. Wir gehen auf die nächste Seite. Auch hier haben wir wieder eine Neuheit mit drauf. Und zwar Gypsy Vanner Stallion. Also auch wieder ein Hengst in einer steigenden Pose. Ich denke mal 11,8 cm hoch, 11,4 in der Tiefe. Nur damit ihr in etwa eine Größenvorstellung habt. Schwarz-Weiß. Hier seht ihr noch Haustiere, Hamster, Hasen, Wellensittiche und Eselchen. Auch nett. Nächste Seite, was haben wir hier? Hunde. Ja, das englische Wetter, ne, mit einer Bulldogge. Auch eine Neuheit für 2022. Und man sieht auch hier, wie ich finde, doch eine Entwicklung. Denn im Gegensatz zum Golden Retriever finde ich den schon wieder noch ein bisschen besser gelungen. Ich mache es mal größer. So, die Bulldogge hier hat eine Länge von etwas über 6 cm und eine Höhe von
5,2 cm. Was die Farben angeht, haben sie nett gemacht, ein helles Braun und vor allem auch das Maul, die Schnauze hier noch extra mit Schwarz bemalt, die Augen schön glänzend und auch die Krallen unten ebenfalls noch ein bisschen dunkel besprüht. Nettes Produktbild, ob es in echt auch so rauskommt, ja, da müssen wir uns überraschen lassen. Hier nochmal die komplette Seite in der Übersicht. Wir machen gleich weiter. Hier haben wir noch mehr Hunde und Katzen. Auch die sind nett gelungen, aber ihr seht hier und da, ich denke mal, die sitzende Katze schwarz-weiß ist genau das gleiche Modell wie die sitzende schwarze Katze hier unten und auch diese laufende schwarze Katze ist schätzungsweise genau die gleiche wie diese Ginger. Genauso ist es auch mit den liegenden Katzen, einmal in weiß, einmal in schwarz-weiß. Okay, weiter geht's. Oh, wir haben einen arktischen Wolf mit dabei als Neuheit, sehr schön, das Bild. Schon mal sehr stimmungsvoll. Ich mach's mal größer. So, das Einzige, was ich ein bisschen Angst habe bei diesem Wolf, ist das Rot im Maul. Man sieht es hier schon. Ich glaube, das Rot ist ein bisschen zu kräftig. Da hat man es zu gut gemeint. Ja, aber was die Pose angeht, das Fell, beziehungsweise die angedeuteten Haare, das ist schon echt nett geworden. Der Wolf hier hat eine Länge von 9,5 und eine Höhe von 5,2 cm. Also auch eine schöne Größe. Mal schauen, vielleicht gucke ich mir den an. Sowas gefällt mir immer gut. Ja, und auch hier sieht man zu den anderen Wölfen hin, das ist schon wieder eine Weiterentwicklung, gerade wenn man den hier sieht. Ja, also der ist von den Proportionen schon wieder wirklich schöner geworden. Also von dem her, coole Geschichte. Da kann man sich, glaube ich, auch drauf freuen. Hier unten haben wir noch einen Luchs. Immer schwer, ein schönes, realistisch aussehendes Luchsmodell zu finden. Aber der hier ist gar nicht mal so schlecht. So, weiter geht's. Nashörner, Lemuren, Nasenaffe, Gorilla und Schimpansen. Nächste Seite. Auch nichts Neues. Büffel, Zebras, Nilpferde. Die Bilder hier sind auch nett gemacht. Na, ihr seht, Mojo hat auch ein nettes Sortiment. Dann geht's hier weiter mit afrikanischen Elefanten. Ein indischer Elefant ist auch da. Zebras, Antilopen. Ich finde den afrikanischen Elefanten hier oben links auch gar nicht mal so schlecht. Eine gute Pose. Und auch von der Skulptur her gefällt mir der recht gut. So, als nächstes sind wir hier auf Safari mit den Wüstenfüchsen. Auch witzig, ne? Alles ein Modell. Ist alles genau das gleiche Modell. Aber so hingemacht, dass es aussieht, wie wenn es verschiedene Füchse wären. Cool, okay. Ja, nächste Seite. Ja, hier haben wir eine Neuheit, genau, diesen Wüstenfuchs oder Fennec Fox. Auch hier coole Krokodile, beziehungsweise Alligator und ein Krokodil mit beweglichem Maul. So, der Fennec hat eine Länge von über 7 cm und eine Höhe von 4,2 cm. Ganz einfache Bemalung, nette Erweiterung für die Wildtiere von Mojo. So, das dazu, nächste Seite, was haben wir hier? Ah, der rote Panda, auch eine Neuheit für 2022. So, hier sehen wir den ein bisschen größer. Der rote Panda hat eine Höhe von über 6 cm und eine Länge, eine Tiefe von über 4 cm. Ne, hier haben wir nochmal eine größere Abbildung. Wichtig ist immer, dass die Augen sitzen und dass der Mund nicht grinst. Das finde ich immer ganz schlimm. Ne? Von dem her. Okay, hier nochmal die Seite in der Übersicht. Dann gehen wir gleich weiter. Tiger, weiß, normal, weiße Löwen, schwarzer Panther und hier Geparden. Eine Gepardin mit einem Jungtier. Auch ein nettes Motiv. Wir gehen weiter. Hier der Panther nochmal in groß. Was ist das hier? Glühwürmchen. Gibt es ja auch im Dschungel? Keine Ahnung. Auf der nächsten Seite geht es ja weiter mit Löwen. Schneeleopard war auch eine Neuheit von 2021, normaler Leopard. Und hier drüben haben wir Bären und ein Puma. Ja, hat ja Schleich dieses Jahr auch einen neuen mit im Programm. Und weiter geht's. Gürteltier, Wildschwein, Faultier, Kapibara, ein Tapir und ein Schnabeltier hat sie auch noch mit dabei. Wunderbar. Känguru, tasmanischer Teufel, ebenfalls eine Neuheit. Und Honigdachse, übrigens auch mit einem Jungtier im Maul. Das finde ich immer interessant. Ich mach's mal größer. Und zack, hier haben wir den tasmanischen Teufel mit einem weit aufgerissenen Maul. Wunderbar, kann man nur hoffen, dass das auch so kommt, wie sie es hier bemalt haben. Bisschen so altrosa oder ja, Scharlachrot ist jetzt nicht unbedingt, aber ja, ihr seht's. Würde mich mal interessieren, wie das beim richtigen Modell dann aussieht. 7 cm lang, 4 cm hoch.
So, das wäre es zu dieser Seite. Ich hoffe, ich habe noch keine Neuheit übersprungen. Dann geht es ja weiter mit den Wildtieren. Rentiere, Lama, Weißwedelhirsche, Bison und ein Elch. Wir jumpen weiter. So, und hier kommen wir zu den Vögeln. Der Falke hier ist neu. Dann haben wir einen Weißkopfseeadler, Papagei, Aasgeier, Adler. Hier haben wir den Falken. Hier kann ich schlecht sagen, hat eine Höhe von über 6 cm und eine Länge von 5,2 cm oder umgekehrt. Ne? Nur damit ihr in etwa eine Größenangabe habt. Hier sitzt er nochmal ein bisschen in größer. So sieht er aus. Hier nochmal die ganze Seite und wir gehen weiter zu noch mehr Wildtieren. Waschbär, Fuchs, Dachs, Biber, Otter, Igelchen, Stinktier, Wiesel, Hermelin, Maus und Eichhörnchen. Auf der nächsten Seite Peekaboo, die neue Schleiereule von Mojo. Die sieht auf dem großen Bild gar nicht mal so schlecht aus, hat hier eine Höhe von 4 und auch eine Tiefe, ja, von 4,7 cm oder umgekehrt. Also nicht allzu groß, aber für eine Schleiereule haben sie die nett bemalt. Ja, brauche ich gar nicht vergrößern, ihr seht es ja hier, schön groß abgebildet. Für so eine kleine Figur ist es okay. Das Typische bei einer Schleiereule wären halt noch diese Punkte, die man hier noch auf den Federn sieht. Das haben sie hier natürlich nicht so im Detail machen können, aber ja, okay. So, nächste Seite. Hier haben wir ein buntes Sammelsurium von allem, was kreucht und fleucht und auch eine Neuheit, nämlich der Parentheal Lizard. Das ist nicht der australische Riesenwaran, war es nicht so. Den hatte ich euch schon von Southland, glaube ich, vorgestellt. Der war gar nicht mal so schlecht, darum ich bin auch auf den hier gespannt, den werde ich mir holen. Sieht nicht ganz so detailliert aus wie der von Southland, aber okay, hat hier immerhin eine Länge von 15 cm, eine Höhe von 3 cm, aber 15 cm, okay. Die Proportionen sind hier gar nicht mal so schlecht. Schade, dass man nicht von vorne sieht, aber naja, gut, okay, ich lasse mich überraschen, wenn ich ihn bei mir habe. So, Skorpion, Spinne etc. habe ich, glaube ich, auch schon vorgestellt. Und bei dem Chamäleon muss ich immer an Kerzenleuchter hier denken. Ne? Dieses Muster sieht für mich... Ich muss immer an Kerzenleuchter denken. So, nächste Seite. Ja, Sea Life. Okay, dann haben wir hier neben Orca und Delfinen auch einen Coelacanth. 14 cm lang, 4 cm hoch. Den seht ihr hier drüben, brauche ich gar nicht vergrößern. So sieht das Ganze aus. Ja, den haben sie einfach in Blau gegossen. Ich weiß nicht, ob sie da noch ein bisschen dunkelblau draufgesprüht haben oder vielleicht sogar ein bisschen schwarz und dann halt die hellen Flecken, das Auge und das Maul ein bisschen bemalt. Ich denke, da werden sich einige drauf freuen, wie es in echt rauskommt. Ich kann es euch nicht sagen, aber rein von der Skulptur her finde ich den gar nicht schlecht. Über die Bemalung kann man sich streiten, ja? Aber der Rest, ich sag ja, ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Okay, dann gehen wir weiter. Die Bilder hier, cool. Ja, weitere Wahlmodelle von Mojo. Auf der Seite geht's weiter mit den Seetieren. Okay, auf der nächsten Seite, jawohl, Narwal haben sie auch im Programm. Eisbären dürfen natürlich nicht fehlen, ganz klar. Hier geht's weiter. Nochmal die Eisbären schön in Szene gesetzt. So, dann haben wir hier Fische, Mantarochen und natürlich Haie. Ein großer weißer Hai, Deluxe. Was ist da Deluxe? Kann man da irgendwie das Maul bewegen oder sowas? Bullenhai, nochmal einen großen weißen Hai, der allerdings recht rund geworden ist hier vorne. Ja, hatte ich noch keinen davon in der Hand, kann ich nicht viel dazu sagen. Jetzt kommen wir zum prähistorischen Leben. Die fangen hier mit ganz alten Modellen an, Stegosaurus, Brachio und... zweites Brachio-Modell, also der in der Mitte, mein lieber Herr Gesangsverein, der hat ja echt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber gut, okay, eigentlich gut, dass sie die alten Figuren auch noch mit drin lassen. Ich meine, es gibt immer noch Sammler, die diese, ja, Vintage-Geschichten lieben und sammeln. Von dem her, wir schauen auf die nächste Seite. Hier haben wir die T-Rexe inklusive Jungtier. Die drei Jungs und den Jungen hatte ich euch schon vorgestellt. Sind nicht schlecht, aber sehr, sehr, sehr empfindlich. Ganz, ganz weiches Gummi, vor allem ein rosafarbenes Material, wenn ihr hier irgendwie einen Farbabrieb habt. Also ganz, ganz, ganz vorsichtig mit diesem und mit diesem grünen Exemplar. Ganz, ganz, ganz vorsichtig, wie man umgeht. Bisschen empfindlich. So, nächste Seite. Hier haben wir nichts Neues mit drauf, aber hier Tylosaurus haben sie hier schön in Szene gesetzt.
schnappt sich hier ein Flugsaurier, der Dunkleus Theus. Den habe ich auch noch nicht live gesehen, wobei der mir wirklich gut gefällt. Krasses Vieh, die Velociraptoren. Ja, da blättern wir mal entspannt weiter. Auch hier alter Stego und neuerer Stegosaurus. Der Allosaurus mit beweglichem Maul. Der Giganotosaurus haben wir uns auch angeschaut. Und hier der Diplodocus mit einem extremen Grün. Ja, das waren wir dann doch ein bisschen drüber. Genauso wie die Geschichten hier, ne? Der Deinonychus, boah, extrem grell, wobei ich die Pose hier wirklich gut finde. Troodon haben wir uns angeschaut, den Baryonyx, den habe ich euch vorgestellt. Triceratops gefällt mir sehr gut, gefällt mir sogar fast eine Spur besser als der neuere. Wobei die beide nicht schlecht sind. Hier ist auch noch ein Brachio Deluxe mit dabei. Dann haben wir hier auf der nächsten Seite, ja, ein cooles Szenario, spektakulär. So, dann hier Manchurosaurus Deluxe, der Spinosaurus Deluxe, Baryonyx Deluxe. Warum das Deluxe ist, ich kann es euch nicht sagen, mit dem beweglichen Maul, okay, aber der Rest weiß ich nicht. Alter Spinosaurus, ein wunderbarer Allosaurus, hat mir sehr gut gefallen, und Parasaurolophus in zwei unterschiedlichen Posen. So, dann geht's ja weiter, Brontosaurus Deluxe. Mit komischen Airbrush-Streifen hier, naja, Tropeognathus, Mamenchisaurus, Ankylo und hier unten der Smilodon von 2021. Das war ein gutes Update, ja, also den kann man wirklich anschauen. Wir machen weiter und hier haben wir auch die Neuheit, das Mammut. Mache ich nochmal ein bisschen größer. So, hier haben wir das. Hat immerhin eine Länge von 20,9 cm und eine Höhe von über 12 cm. Auch nicht schlecht geworden. Da wirkt dieses kleine Kalb doch schon wieder fast veraltet. Ne? Also der neue, den haben sie schon gut getroffen. Schade, dass sie den nicht noch ein bisschen eher so von vorne zeigen. Wobei, wir hatten den ja auch auf dem Cover vorne drauf. Von dem her, also ich glaube, der ist auch recht gut geworden. Schön, wenn man eine Entwicklung bei den Herstellern hier sehen kann. So, hier das Ganze nochmal komplett. Wir gehen auf die nächste Seite und da kommen wir auch schon in die Welt der Fantasie. Hier geht's los mit Pegasus-Figuren, Einhörner. Großer Pegasus, großes Einhorn finde ich schön. Nur die Bemalung, ja, violett und pink, muss einem gefallen, lass es mich so sagen, ja. So, dann haben wir nämlich hier nochmal einen Pegasus in Schwarz und im Prinzip genau das gleiche Einhorn. Ebenfalls in Schwarz mit ein bisschen Silber, sieht gleich ganz anders aus. Na, ich gehe nochmal zurück. Das ist dann halt schon, ja, Geschmackssache, sagen wir mal so. Es ist Geschmackssache. Gab es auch noch in einer anderen Variation. Die ersten, die habe ich noch in meiner Sammlung. Okay, ja, eine Prinzessin ist ja auch noch mit dabei. Wunderbar, jetzt kommen, ja, die Drachen kommen auch. Hier übrigens nochmal, ja, auch dieses Einhorn ist genau das gleiche wie das Schwarze, was ihr hier eben gesehen habt. Ja, nur halt in Regenbogenfarben. Auch die Fohlen genau gleich, wie ihr es eben gesehen habt. Und auch das Pegasus in Regenbogenfarben. Ja, und dann vor allem halt wieder Sternchen, ne? Das ist, ja, okay, wie auch immer. Aber hier haben sie wenigstens mal das Regenbogenthema durchgezogen. Nicht nur die Spitzen der Mähnen bemalt, sondern wirklich die komplette Mähne. Finde ich besser, wenn sie immer nur die Spitzen bemalen. So, dann haben wir hier uralte Drachen, der goldene Drachen, der rote Drachen. Und auch hier noch eine Prinzessin mit dabei. So, dann hier Pegasus und Einhorn nochmal in Szene gesetzt. Dann geht es ja weiter mit den nächsten Drachen. Der Seedrache, wunderschöner Spielzeugdrache, toll mit transparenten Flügeln und einem Maul, was ihr bewegen könnt. Also den haben sie klasse gemacht, sehr, sehr, sehr kitschig, aber wunderschöner Drache, genauso hier wie dieser Feuerdrache, auch nicht schlecht. Auch hier kann man das Maul bewegen. Die Babydrachen, ja, Videos zu den Geschichten findet ihr auch auf meinem Kanal. Dann geht's weiter, auch hier noch ein bisschen älterer Drachen. Der Erddrache, der hat mir sehr gut gefallen. Man sieht es hier nicht auf den ersten Blick, aber dieses Braun verläuft nach hinten in Grün. Ja, also auch ein schöner, toller Drache. So, dann haben wir hier Cowboy- und Indianer-Figuren. Den wunderbaren Bigfoot und Yeti. Auch die hatte ich euch vorgestellt. Ach ja, schön, schön. Die sind echt mutig, die sind wirklich mutig. So, ja, Freunde, das war's schon. Dann haben wir hier noch Zubehörsachen.
quasi so Taschen, die ihr ausklappen könnt und dann eine Spielelandschaft habt. Ja, zum Thema Wildlife. Und dann kommen hier jetzt, glaube ich, noch diverse Accessoires. Genau, es gibt es auch zum Thema Dinosaurier, Pferde, Fantasy. Dann hier Displays für Händler. Ne, hier geht's weiter, ganze Aufstelldisplays und so weiter und so fort. Schlüsselanhänger gibt es selbstverständlich auch noch. Die Tiere sind dann entsprechend kleiner. Ne, so alles Mögliche aus dem Programm. Hier habt ihr auch noch eine Schneeeule, die echt eine nette Bemalung abbekommen hat, ne, mit den schwarzen Flecken hier. So, dann gibt es natürlich auch noch mit den ganzen Dinosauriern. Aber ihr seht, das sind alles so ein bisschen die älteren Modelle. Dann natürlich auch Hunde, Katzen, die Wellensittiche. Einhörner dürfen auch nicht fehlen. Das war's zu Mojo. Das war der ganze Katalog. Der ganze Prospekt für 2022. Hier seht ihr das Mammut nochmal etwas mehr von vorne. Ja, und ich sag ja, gar nicht schlecht gemacht, die Skulptur. Kann man wirklich angucken. Ja, vielleicht war was für euch mit dabei. Mal schauen, was mir so begegnet von Mojo. Aber ihr seht, so gut wie nichts Neues zum Thema Dinosaurier. Mal schauen, wie das nächstes Jahr so weitergeht. Okay, dann hoffe ich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich hier beim Anschauen von dem neuen Mojo-Katalog. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.